Hallo und herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute im Zuge der Ich- und Du-Legungen, die nun beginnen, nachschauen, was in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor sich geht. Genau, du musst schon an jemanden denken, zumindest an jemanden denken, jemanden im Sinne haben. Das hier ist nicht für jene, die an niemanden denken, niemanden im Herzen haben, im Kopf haben, kein Gegenüber haben. Nein, nein. Es geht hier so im Zuge der Ich- und Du-Legungen darum, was in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor sich geht. Bevor wir hier starten, zur Information, es bleiben dir noch knapp drei Stunden, um ein persönliches Reading auf Instagram zu buchen. Die werden über Instagram gebucht und auch auf Instagram gepostet. Ich werde hier nicht den Link zur Buchung einfügen, weil sonst Menschen buchen werden, die kein Instagram haben. Das ist in der Vergangenheit passiert. Geh auf Instagram, du findest den Link auch unten in der Infobox, im obersten Kommentar. Ich heiße dort Inbalz Tarot. Geh da Inbalz Tarot, so wie hier einfach als zusammengeschrieben. Geh da auf meine Story. In meinen aktuellen Stories ist der Link zum Buchen und da, wo du buchst, ist auch eine Anleitung. Da steht auch, wie genau das abläuft. Also falls du dich jetzt fragst, ja, aber wie genau läuft das ab? Dort steht's. Okay, dort steht das geschrieben. Noch knapp 3 Stunden lang läuft das. Meine Newsletter-Abonnentinnen, Abonnenten und Instagram-Follower und Facebook-Follower wissen seit 2 Tagen Bescheid. Ja, du musst mir dort folgen, wenn du up-to-date bleiben möchtest. Jene unter euch, die dieses Video hier erst morgen sehen und sagen, oh nein, ich hatte da noch 3 Stunden Zeit und ich habe es verpasst, abonniere meinen YouTube-Kanal und klicke dort nochmals drauf, um alle Benachrichtigungen zu aktivieren. Dann bekommst du Bescheid, sobald ich hier etwas Neues hochlade. Okay? Schaue hier. Ich schaue jetzt, was in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor sich geht. Schau da dein Mond, Venus, Aszendent sowie Sonnenzeichen an. Dein Zeichen. Nicht das vom Gegenüber, schau das von dir an, setze die Puzzleteile zusammen, dann hast du da 4 Aspekte, die in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor sich gehen. Okay, ich ziehe eine Karte pro Sternzeichen, da kann ich leider keine Minutenangaben machen, sonst ist der Aufwand größer als die Legung selbst. Vielleicht ist jemand so nett und fügt unten die Minutenangaben ein. Es braucht es einmal. Beim letzten Mal waren sehr viele sehr lieb diesbezüglich. Herzlichen Dank. Ich wäre schon froh, wenn nur eine Person die Minutenangaben macht. Ich pinne das dann fest oben. Okay? Pinne das dann als Kommentar oben fest. Also schauen wir mal. Ich beginne bei Krebs. Okay? So. Schauen wir mal. Krebs, was geht in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor? Der Teufel hier ist besessen. Besessen von dir. Absolut besessen. Ich höre so raus, ich kann mit niemandem mehr außer Krebs Sex haben. Was ist das? Kennst du irgendeine Vorliebe oder so von diesem Menschen? Hast du eine Vorliebe entdeckt, die sonst niemand entdeckt? Und jetzt oder kann ich nur noch mit Krebs? Ich höre das raus. Ich kann nur noch mit Krebs Sex haben. Ist besessen mit dir. Ja, besessen von dir. Entschuldigung, denkt hier Tag und Nacht an dich, findet dich enorm verführerisch. Huh. Enorm verführerisch, okay. Löwe, was geht in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor, der Stern, Traumfrau, Traummann? Ja, ich habe den Eindruck, dass dieser Mensch, dass dein Gegenüber, bevor er sie dich angetroffen hat, sehr oft Tagträume hatte von einer Person, die so aussieht wie du. Nee, jetzt nicht eifersüchtig werden, ist nicht eine andere Person. Von wem hat er geträumt? Eine Fantasiefigur. Aber diese Fantasieperson sieht aus wie du. Also zuerst war die Fantasiefigur da im Kopf von diesem Menschen und dann kamst du in sein, ihr Leben. Also würde mich nicht wundern, falls dieser Mensch vorher von dir geträumt hat, bevor ihr einander begegnet seid. Also ist hier absolut begeistert und fasziniert von dir mit der Sternkarte. Nimmt dich gleichzeitig auch als distanziert da. Da ist auf jeden Fall da auch eine geografische Distanz zwischen euch beiden, dass dieser Mensch sehr stark spürt. Okay? Jungfrau, wie sieht dich dein Gegenüber? 9 der Schwerter hier. Du machst dir hier, schau mal, siehst du hier die Schwerter, die hier nicht enden wollen? Dein Gegenüber sagt, dass du dir Sorgen machst um Dinge, die man eh nicht mehr lösen kann.
Du machst dir zu viele Sorgen, zu viele Gedanken über Dinge, die passiert sind, die nicht mehr korrigiert werden können und oder es ist kein zielorientiertes Vorgehen, sagt dein Gegenüber. Also dass du da über Dinge sinnierst, die passiert sind. Also okay, also du Jungfrau, ja, du weißt, was lösungsorientiert wäre hier, gell? Ja, ja. Also ja, deine Gefühle werden hier schon ziemlich klein geredet vom Gegenüber. Das ist schon so. Für dich ist das real, die Schwerter gehen hier durch deinen Körper und das Gegenüber ist der Meinung, dass du hier dir unnötige Gedanken über unnötige Probleme machst. Ich würde sagen, Jungfrau, werde dieses unnötige Problem los. Nee, nicht die Schwerter. You know what? Waage, was geht in deinem Gegenüber in Bezug auf dich? Vor 6, der Stäbe hier. Dein Gegenüber fühlt sich hier außen vorgelassen. Ja, Waage tut, was er sie will und interessiert sich nicht für mich. Und gleichzeitig ist dein Gegenüber der Meinung, dass du dir selbst einredest, dass alles gut ist. Das Gegenüber sagt, nee, das stimmt aber nicht. Ja, Waage redet sich das ein, aber es stimmt eigentlich nicht und fühlt sich hier von dir zurückgelassen. Ja, du tust, was du willst, sagt das Gegenüber und beachtest mich gar nicht mehr. Okay. Skorpion, was geht in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor? 10 der Münzen hier findet dich ziemlich distanziert. Ist der Meinung, dass du zu viel Wert auf dein Aussehen legst? Ja, zu viel Wert darauf legst, wer was sieht, wer was denkt, gerade am Arbeitsplatz oder da am Bahnhof oder an der Hochzeit, irgendwo da, wo Menschen drumherum sind, findet dich ein bisschen, bitte, verklemmt in der Öffentlichkeit, ja, ein bisschen verklemmt und auch ziemlich distanziert. Okay, mit 10 der Münzen findet dich dein Gegenüber aber gleichzeitig auch sehr präsentabel. Was jetzt, liebes Gegenüber? Es juckt mir runter in den Händen. Also das ist ja interessant. Ich lege zum ersten Mal zu diesem Thema eine solche Legung. Es juckt mir in den Händen. Aber egal, du hast die Message bekommen, Skorpion. Schütze, was geht in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor? Der Mond hier paranoid. Absolut paranoid, dieser Mensch. Ist sich sicher, dass du da irgendetwas im Geheimen treibst und ist diesbezüglich sehr paranoid. Lass dir eins gesagt sein, Schütze, falls es da irgendetwas gibt, das du im Geheimen treibst, das Gegenüber stellt sich das Zehnfache vor. Ja, eben, sprich's lieber an. Das Gegenüber erwartet was viel, viel, viel Schlimmeres. Okay, also wenn es... Falls du es ansprechen möchtest und dich nicht traust, keine Sorge, das Gegenüber befürchtet hier das zehnfach Schlimmere. Okay? Steinbock, wie sieht dich dein Gegenüber? 7 der Schwerter hier, sehr taktisch, sehr strategisch, weicht mir aus. Weicht mir aus. Das Gegenüber geht davon aus, dass du nicht mehr interessiert bist und Spielchen spielst. Ja. Es ist also ein bisschen so, ja, dass du es lustig findest, das Ganze. Weicht mir raus und findet das lustig. Spielt mit mir, sagt dein Gegenüber, Steinbock. Dein Gegenüber. Du bist Steinbock, dein Gegenüber sagt, du spielst mit ihr, mit ihm. Ja. Wassermann, was geht in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor? Der Wagen hier. Das Gegenüber fühlt sich komplett von dir ignoriert. Okay. Komplett von dir ignoriert, von dir überrannt. Wassermann geht da einen Weg und ja, rollt über mich hinweg hier. Mit dem Wagen nimmt dich dein Gegenüber auch als sehr agil wahr, sehr beweglich, immer in Bewegung, immer unterwegs, immer hinter etwas her, hinter einem Traum her, einem Ziel her, einer Ortschaft her, einer Reise her, okay, nimmt dich sehr beweglich wahr hier, nimmt dich auch viel jünger wahr, als du bist, okay, aber auf jeden Fall, das ist so dieses, oder wenn Wassermann sagt, ich will jetzt da 2 Monate nach London, dann tschüss, bye, also da gibt es keinen, und was hältst du davon? Das gibt's nicht.
sagt das Gegenüber. Fische, wie nimmt dich dein Gegenüber wahr? Hier die Herrscherin, die Frau aller Frauen, der Mann aller Männer. Für dein Gegenüber hast du alles, was eine Frau braucht, alles, was ein Mann braucht. Intelligenz, Empathie, Sexiness und auch gleichzeitig auch die Wärme, die du gibst, die Stabilität, die du gibst, stellt dich hier definitiv auf ein Podest. Mit der Herrscherin hier habe ich auch den Eindruck, dass dieser Mensch dich gerne in der Mutterrolle sieht oder gerne in einer Mutterrolle sehen würde. Also falls du Mutter bist, findet dich dein Gegenüber fantastisch als Mutter. Es ist vor allem Frauen hier. Ja, es geht hier vor allem um Frauen. Falls du ein Vater bist, dann geht es darum, dass du ein super Vater bist. Falls du keine Kinder hast, dann will dieser Mensch ein Baby auf deinem Schoß sehen oder zumindest ein Welpen oder ähnliches. Ja, einfach sehen, wie du in der Mutterrolle, in der Vaterrolle aufblühst. Findet dein Gegenüber gigantisch. Okay. Wieder, was geht in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor? Zwei der Münzen hier. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Das Gegenüber sagt, mir geht es in Bezug auf wieder mal so, mal so. Warum? Weil wieder ist mal so, mal so. Sehr wackelig. Sehr wackelig. Ja, das Gegenüber sagt, du bist wackelig und dadurch bin auch ich wackelig. Manchmal hasse ich dich, manchmal liebe ich dich, sagt das Gegenüber. Manchmal finde ich dich sehr hässlich, manchmal finde ich dich sehr hübsch. Manchmal fühle ich mich enorm von dir angezogen und manchmal fühle ich mich enorm abgestoßen. Wieder die Person, an die du denkst da gerade. Stehst du überhaupt auf diesen Menschen oder warst du jetzt einfach neugierig? Wenn du wirklich interessiert wärst, dann würde sich dieser Mensch nicht so fühlen. Ja. Stier, was geht in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor? König der Münzen, dein Gegenüber hält dich für geldgierig. Schauen wir mal einen Moment lang alle schockiert rein. Gell? Ist okay, ich bin auch Stier. Dein Gegenüber hält dich für... Also einerseits geldgierig, aber das König der Münzen, gell? Das ist nicht Vier der Münzen. Vier der Münzen ist das hässliche geldgierige. König der Münzen ist dieses, wow, also Stier weiß, wie man zu Geld kommt. Stier weiß, wie man Karriere macht. Stier weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut. König der Münzen, Stier weiß, wie man ein Heim aufbaut, ein Haus aufbaut, wie man für die Zukunft sorgt. Also es ist Ehrfurcht, gepaart mit, wow, Stier, bist du geldgierig. Und aber das ist schon so. Ehrfurcht kann sehr schnell kippen. Bewunderung, Ehrfurcht kippt sehr schnell ins Negative und das ist auch bei deinem Gegenüber so, ja. Hält dich mit König der Münzen für sehr stur und sehr un... Ich meine, ich habe hier Stierköpfe. Sieht dich für genau das, was du bist. Hält dich für sehr stur, sehr verwurzelt in dem, was du willst, was du kennst, was du denkst. Bewegt sich kein Gramm, sagt das Gegenüber. Schauen wir nochmal schockiert. Ja, ich weiß, ich weiß. Zwillinge, wie sieht dich dein Gegenüber hier? Der Eremit. Sehr in dich gekehrt. Ja, ist der Meinung, dass es hier zu viele Dinge gibt, über die du nicht reden möchtest, die du für dich behältst und gleichzeitig findet dein Gegenüber, oi. Ich sag's mal so, dein Gegenüber ist der Meinung, dass du dich hier in der jüngsten Vergangenheit sehr gereift bist. Sehr viel reifer geworden bist und ja, sehr auf die Vergangenheit fokussiert. Oder wieso schaut Zwillinge nicht vorwärts? Warum ist Zwillinge so melancholisch momentan? Hat den Eindruck, dass du eben sehr gereift bist in letzter Zeit und mit dem Eremiten hier auch. Warum stylst du dich nicht mehr so, fragt das Gegenüber. Nee, nicht dich. Das Gegenüber fragt sich. Warum stylst du dich nicht mehr so wie früher? So laufe ich rum, wenn ich Gassi gehe. Das sind Schlapperklamotten. Ne? Warum ist es so dunkel geworden um dich herum, fragt sich das Gegenüber. Okay.
wünsche euch alles Gute. Ja, noch knapp 2-3 Stunden hast du Zeit, um eine persönliche Legung auf Instagram zu buchen. Jene, die das verpassen, ihr könnt immer noch an der Verlosung teilnehmen, die bis am 31. Mai dauert. Das ist dann eine sehr ausführliche persönliche Legung, die es zu gewinnen gibt bei der Verlosung. Okay? Um bei der Verlosung teilzunehmen, musst du mich hier auf YouTube abonnieren. Ja, die Legungen sind drin. Musst du mich hier auf YouTube abonnieren und dann musst du mir auf Facebook und Instagram folgen und dann bei Instagram oder bei Facebook oben beim obersten Beitrag, wirst du es dann direkt sehen. Da ist ein Beitrag in Bezug auf die Verlosung, eine Freundin, ein Freund markieren. Frage, was, wenn ich kein Facebook habe, dann kannst du nicht teilnehmen. Frage, was, wenn ich kein Instagram habe, kannst du nicht teilnehmen. Diese Punkte müssen erfüllt werden und das Ganze läuft bis am 31. Mai. Okay, das ist für jene, die die Buchung der Readings, die ich auf Instagram momentan anbiete, verpasst haben. Und dann ab dem 31. Mai wird der Gewinner, die Gewinnerin ausgelost. Okay? Wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bye, bye.